Hi Leute, es ist endlich soweit und ich freue mich mega drauf. Es ist jetzt schon an die 4 Jahre her, wo ich selber auf Rohkost umgestellt habe, meine Ernährung. Und zu Beginn war ich da so völlig überfordert und habe so ein bisschen was erst rumprobiert. Und dann habe ich im Laufe der Zeit immer mehr Rezepte gesammelt und mit Freunden. Oh, Marielle hat da unglaublich viel aufgeschrieben damals. Da war ich auf Kopangan unterwegs. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die Videos. Joachim war da noch dabei und Markus. Und wir saßen immer im Hotelzimmer auf dem Balkon und haben da rumprobiert und haben da irgendwelche Salatschiffchen gemacht mit Mango-Dressing und verschiedenen Tomatensoßen und allem Möglichen. Und haben da viel rumprobiert. Da wurde mein Erfahrungsschatz an Rohkost, mein Repertoire so erweitert. Marielle hatte da viel aufgeschrieben. Joachim, wir hatten eine unglaublich leckere Kokossuppe gemacht. Und irgendwann habe ich mir auch immer öfter mal einen Chiasamen-Pudding gemacht. Habe da verschiedene Rezepte ausprobiert. Und so hat sich jetzt wirklich so in den letzten Jahren, wo ich total verschiedene Phasen in der Rohkost hatte, so viele Rezepte angesammelt und die besten. Und wie gesagt, Marielle, Dankeschön, die hat so viel davon aufgeschrieben. Markus hatte einige, diese Kokossuppe, so lecker. Und dann hatte ich noch ein paar eigene mit den Chiasamen-Pudding und allen möglichen Sachen. Süße Naschereien habe ich mir unglaublich viele gemacht. Und in dem neuen E-Book von Kochkost zu Rohkost, wo du Inspiration wirklich findest, Rezepte, die du zu Beginn der Rohkost direkt integrieren kannst, langsam. Du musst nicht komplett Rohkost, das ist völlig ausreichend, wenn du einfach mal neue Rezepte ausprobierst. Und das möchte ich dir damit mitgeben. Also, dass du einfach mal reinschnupperst, ein paar neue Rohkostrezepte, einfach gesunde, leckere Rezepte in deinen Speiseplan integrierst. Mit dem E-Book, denke ich, bist du mehr als gut bedient damit, auch wenn du eben in eine immer vitalere, rohköstliche Richtung gehen möchtest. Und es sind über 40 Rezepte drin, es sind über 70 Seiten und viele Tipps, vor allem dann auch Hinweise, wie das Ganze mit der Entgiftung abläuft. Also da habe ich auch viele kostenlose Downloads auf meiner Homepage. Schreibt einfach mal drauf. Also es ist auch mit drunter verlinkt auf der Homepage, wo ihr auch das E-Book eben findet. Und E-Book ist direkt drunter verlinkt. Also ich freue mich mega auf euer Feedback. Bin total gespannt. Und das haben schon einige Tests gelesen. War echt super positives Feedback. Und ich werde es immer noch weiter verbessern, das E-Book. Bin da wirklich gespannt. Also ich freue mich, was du dazu sagst und hoffe, es hilft dir, gesunde und leckere, vitale, schmackhafte, herzhafte und auch sättigende und kräftige Rezepte in deine Ernährung zu integrieren. Also es ist alles im Prinzip drinnen, von Desserts, Suppen, Soßen, Dips, überhaupt Gerichte, herzhafte Salate und dann süße Naschereien wie Chiasamen, Pudding, Bananeneis und solche genialen Sachen wie Schokotorte und so weiter, Energy Balls und solche Standards. Und weiß gar nicht, was ich noch mehr sagen soll. Ich bin, wie gesagt, gespannt auf dein Feedback. Mach's gut. Viel Spaß beim Lesen. Ciao. Ach, und Smoothies sind auch noch mit drin, habe ich vergessen. Und ihr findet eine Leseprobe auf der Webseite. Könnt ihr einfach reinschnuppern. Ist das ganze Inhaltsverzeichnis drin, 4 Seiten. Was für Rezepte euch erwarten und was für Themen auch drinnen, wie ihr Gerichte deftiger, kräftiger und sättigender gestalten könnt. Genauso wie mögliche und sinnvolle Küchenhelfer am Anfang, was man braucht, was man vielleicht eher nicht braucht, wann das genau das Richtige einfach für dich ist, weil wenn man sich was anschafft, dann sollte man es auch nutzen. Überleg da eben vorher, was du brauchst in der Küche. Bist du überhaupt der Typ, der da großartig dieses oder jenes Gerät benutzt zum Zubereiten? Und trotzdem gibt es eben ein paar sinnvolle Anschaffungen gerade am Anfang, die Umstellung dann super erleichtern. Das war's. Viel Spaß beim Lesen. Ciao.